Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play League of Legends und ich glaube zum allerersten Mal in meiner gesamten LoL-Karriere bin ich der allerletzte, wo fertig geladen hat. Jo, keine Ahnung, wann das jetzt lag. Ja, trotzdem startet das Spiel nicht, auch wenn ich jetzt fertig bin. Die letzte Prozent ging jetzt trotzdem recht schnell. Mein Ping ist auch etwas höher als sonst. Ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt, wobei mein Internet heute schon den ganzen Tag so irgendwie rumgesponnen hat. Shakes and Fidget und so. Der Browser hat komplett geleckt. Jetzt wird der komplette, keine Ahnung, der komplette Browser irgendwie im Arsch. Und jetzt schaut euch das hier an. Am Anfang von jedem Spiel, es leckt richtig krass und dann geht's wieder. Einfach weg, dann geht's wieder. Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht, was da los ist. So, wir spielen Pantheon Dominion. Kleines Einschub-Let's-Player. Ich wäre jetzt LoL vor Wochenende wahrscheinlich nicht mehr gekommen. Allerdings habe ich Strife aufgenommen und es wurde dann so eine 47-Minuten-Sache. Und das wäre jetzt zu kurzfristig zum Hochladen. Das hätte einfach zu lang gedauert. Dann wäre es irgendwann um 10, 11 online gewesen. Das hätte auch nichts mehr viel gebracht. Hier, gut, das wird jetzt auch nicht so schnell online sein, also auch erst um 9:30 oder so, aber das, da kann ich es besser einschätzen. Und es wird auch nicht überraschend dann 10-mal länger dauern, wenn das Internet jetzt eh gerade schlecht ist. Muss ich ja nichts hochladen, was wirklich 3-mal so lang ist wie der übliche Stuff. Jo, deine Typ heißt Respect Premates, ist auch recht lustiger Name. Warum spiele ich Pantheon? Das hat eigentlich gar keinen besonderen Grund, ich hatte gerade einfach nur mal richtig Bock auf den Champ. Keine Ahnung, eigentlich wollte ich Talon spielen, aber ich weiß, irgendwie habe ich mich dann zu Pantheon umentschieden. Jo, unser Team besteht aus 4x AP, also sehr leicht zu countern, sprich mit einfach AP, Magic Resist kaufen. Problem ist, die haben den Heimerdinger, also jetzt nicht unbedingt, weil er der neue Heimerdinger ist, sondern vielmehr deswegen, weil er durch seine Türme sehr gut die Punkte verteidigen kann. Und Leute, das ist ja nicht fertig eingenommen, was ein Idiot. Oh Mann, da läuft er schon so nach vorne. Nee, 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 das ist ja echt nicht cool. So, der wird jetzt, ich wusste es, der wird jetzt einfach so einen Turm hinstellen. So, und zerstört. Was? Ach du Scheiße, ich hab doch auf den Turm geschossen. Ach du Kacke, das ist echt. Meine Güte, du, ich seh es jetzt schon kommen. Das ist nicht geil. Das ist echt nicht geil. Champ ist einfach so mies. Vor allem, der greift mich durch, die Minions sind durch an. Wirklich nervig. Weil wenn ich ihn einmal richtig erwischen würde. So, erste Tower schon mal down. Dann könnte ich ihm eigentlich richtig fett den Damage reinrotzen. So, zum Beispiel. Wobei. Sein Damage ist halt einfach mal 10-mal. Meine Minions greifen den Turm nicht an. Schaut euch das an. Die greifen alle Minions an. Nur den Turm nicht. Jeden. Nur den Turm nicht. Ey, das ist doch so ein Kack. Könnte ich auch schon wieder so richtig ab. Schaut euch das an. Die greifen erst die anderen Minions an. Nein, die greifen nicht den Turm an. Nein, wieso denn? Wieso denn? Das ist ja nur der Turm, der 10 Milliarden Schaden macht. Ja, wenn mich Heimerdinger abfuckt, ist ein richtiger Kack-Champ. Vor allem auf Dominion, da wer den da spielt, hat echt null Skill. Du musst einfach nur den Turm hinstellen und die Minions abfarmen, dann bist du schon Erster im Team. Wobei ist er nicht mal, also noch schlechter. Machen die Minions nicht mal Last Hits bei ihm. Ja. Ich krieg nicht mal Kack Last Hits, das ist doch unglaublich. Ja, wenigstens die 5 Gold für den Turm. Oh, jetzt hat er seine Ulti. Was? What the fuck? What the fuck? Okay, was war denn das? Das war anscheinend seine E mit Ulti-Verknüpfung. Habe ich noch nie gesehen. Na gut, holen wir uns mal einen Lebensraub und ich würde mal sagen, wir holen uns Magieresistenz. Ja, wäre in dem Fall, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ich wollte eigentlich Full Damage Pantheon gehen, aber so wie es aussieht, wird daraus nichts. Der Typ vermasselt mir jetzt ziemlich meine Tour hier. Mir gerade ziemlich nervt. Ja, ich bin auch letzter im Team. Ja gut, wie auch nicht. Ich meine, ich habe einen Punkt eingenommen und es hat gar nichts gemacht. Außer ein paar Creeps gekillt war da nicht viel. Und na gut. Caitlyn, du wirst jetzt nicht großartig was reißen. Wenn der Pantheon den hier nicht down kriegt, dann der AD Carry wohl eher auch nicht. Naja, läuft allerdings bei uns. Wir zerstören die Gegner anscheinend richtig krass. Bis eben auf diesen Heimat.
Naja. Kann mir aber recht egal sein, solange ich hier auf der Top Botlane nicht zulasse, dass der des Mistjon den Altar einnimmt. Den Altar. So von 3 gegen 3 beeinflusst. Da sage ich nur noch die falschen Dinge. So. Jetzt kann ich vielleicht mal alle Türme zerstören. Oder auch nicht. So. Jetzt mal down. So, und jetzt kriegst du. Wieso ist denn der so schnell? Oh. Oh, oh, da kommt ein Fistchen. Ein kleines Fistchen. Zack. Ach, genau. Genau. Ach, Mann. Oh, was geht denn da oben ab? Sagt's mir doch Bescheid. Oh, komm schon. Ist dann nicht ready? Was? Wie? Ich hab den doch volle Kanne erwischt mit meinem Teil. Also, jetzt nicht falsch verstehen. Ah, genau, Cut 6. Okay, erst nur. Ist ja nicht so, als hätte ich die Kill gewollt. 0-0-1 ist doch echt richtig erbärmlich. Ja, ziemlich krass gepusht, als ich nicht da war. Nicht cool. Ich habe gemerkt, Minions pushen, wenn man jetzt wirklich die Lane halten muss, so wie in meinem Fall jetzt gerade gegen den Heimerdinger, kann man ja echt nicht viel machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich habe gemerkt, da kriegt man so krass viel Kohle. Das ist eigentlich auch richtig lustig, wenn du dann auf die Top-Lane gehst, wo die ganze Zeit nur fighten und die Tower einnehmen und eigentlich ja so gut wie gar keine Kohle machen, außer mit Kills, und davon haben sie dann meistens auch nicht besonders viel. Ja, dann kannst du die einfach mal richtig zerstören. Das ist in unserem Fall sowieso ganz was anderes, weil die ja sowieso richtig krass zerstört werden, die Gegner. Jo. So, jetzt haben wir es fast geaced, nur der Heimerdinger ist noch am Leben und der campt auch nur an seinem Tower. Das ist, ja, seltener Anblick, aber... Ah, okay, er hat seine Minions hingestellt, seine Towers. So, jetzt haben wir allerdings so viele Minions durch das Pushen. Genau, zack. So, dann kann die Tristana gechillt einnehmen, ich halte den hier weg mit meinem Stun. Kriegt natürlich noch richtig schön aufs Maul und Tristana macht dann gar nichts. Ja, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Ja, aber habt ihr gesehen? Die hat einfach nichts gemacht, ey. Solche Leute, solche Teammitglieder, da braucht es echt keine richtigen Gegner mehr. Das ist einfach nur richtig arschig. Ja, könnte ich mir jetzt eigentlich auch gleich die Magieresistenz gut holen. Genau, jetzt habe ich gerade überlegt, was ich mir hole. Weiß nicht, die Laufschuhverbesserung, die lohnt sich eigentlich gar nicht wirklich. Ich könnte auch mal mit Ulti reinkommen. Oh. Hä, was? Haben die Range hier eingegrenzt? Die ist doch viel größer irgendwie, oder? Will ich mir das jetzt ein? Ich glaube, ich zerstöre seine Tower jetzt gleich. Ach, oh, wissen wir's. Scheiß drauf. Lohnt sich nicht. Kein Stück eigentlich. Was? Wieso greift denn der Tower mich an? Wie ist denn der jetzt bitte gestorben? Nice Team. Das brauchst du sagen, ey. Ach nee, das war Tristana. Okay, gut, dem habe ich jetzt Unrecht getan. Tristana ist es, wovor er mich so eiskalt hat verrecken lassen. Der Heimerdinger ist jetzt ein richtiger Kack-Champ. Wie gesagt, auf Dominion, wer den spielt, da brauchst du echt Skill minus 5000. Das ist wirklich richtig nobel. Also einfach nur die Tower hinstellen und du musst nichts mehr machen. Du stellst nur die Tower hin und zack, fertig. Das ist echt richtig scheiße. So, jetzt frisst du mal eine richtig schöne Kuh, Mordekaiser. So, 1 gegen 1. Wow. Im 1 gegen 1 kann er mich... Oh, oh, ich hab noch einen Fluch drauf. Ach, Schwachsinn, so viel Schaden macht der nicht. Oder? Lass uns vorrücken. Nee, nicht mal ansatzweise. So, da holen wir jetzt trotzdem das Teil und... Ach, verdammt, das reicht nicht für die Spitzhacke, die hätte ich mir jetzt gerne geholt. Da ich sie sowohl für Hydra als auch für das Lord Van damals Dingenskirchens braucht, ist dann sowieso egal. Naja, kann man sich auf jeden Fall nicht leisten, wenn man so wenig Kohle hat wie ich. Bin immer noch letzter im Team.
was ich nicht sehr gerne sehe, aber ja, ich habe immer noch nur einen Punkt eingenommen. Einen neutralisiert noch. Ach komm schon, die 5 Gold hätte ich mir jetzt echt schenken können. Wenigstens ist es abgestaubt. So, jetzt auch mal ein paar Punkte bekommen, aber die anderen haben die Punkte auch bekommen, deswegen ich letzter bin. Nein, ich gehe jetzt einfach mal da hoch und nehme da weiter ein. Es steht 387 zu 150. Wäre auch schon richtig krass. Ja. Wirklich ziemlich heftig. Nein. Okay. Okay, das war jetzt blöd. Ja, immer den ganzen My Team. Tja, Kumpel. Selbst schuld. Wenn du den OP-sten Champ von einpickst, dann können die anderen ja gar nicht gut sein. So, hau mal den Fist mal ein bisschen Damage rein. Der meint auch, er wär's irgendwie. Aber da Fist ist. So, jetzt krieg ich wahrscheinlich krieg ich richtig krass aufs Maul von dem Mordekaiser. Also ich wusste es. Ah, den troll ich jetzt ein bisschen. Oh, wobei, das spawnen gleich Fizz und Evelyn. Schaffe ich es noch zu dem Heal? Kann mich schön aus dem Staub machen. Okay, der Mordekaiser ist blöd wie Stroh. Okay, Fizz kommt nach oben. Nehmen wir einfach mal das Teil hier ein, würde ich sagen. Ja, who cares. Ja, leider kehrt der Kerl. Wow. What the fuck? Oh, geil, 25 Gold. Nicht schlecht, Baby, nicht schlecht. Ja, same situation wie vorhin. Also, ist echt... Du kannst einfach nichts gegen den machen. Der steht einfach nur seine Kack-Tower hin und du musst da wirklich ein 100.000 Magieresistenz Full-Tank sein, dass du den Typen da einfach mal so am Tower holst. Weil die Kack-Türme, die machen jetzt so ein Damage, das ist einfach nicht normal. Oh, jetzt sind sie auch noch zu dritt. Das ist nicht schön. Hier haben wir noch geschmeidig das Heal. Der haut seine Bombe 100 Meter daneben. Oh, allerdings. Toll. Der Turm hat's jetzt gebracht. So. Der schluckt auch schön Damage. Was hat denn die Reli ja so? Nein! Oh Gott, er ist nicht entkommen, aber ich bin gestorben. Die Blutklinge will ich eigentlich gar nicht. Was? Ich hatte einen Blutrausch? Seit wann denn das? Wieso fahre ich sowas immer als letzter? Ich hatte ernsthaft einen Blutrausch? Hab ich gar nicht mitbekommen. Sollte mir beim nächsten Mal auch jemand sagen. Ja, ich würde mal sagen, wir gewinnen trotzdem ganz leicht überwiegend. Trotzdem bin ich immer noch letzter im Team. Einfach weil ich keine Punkte einnehme. Naja. Gut, und vielleicht weil die anderen 12 Kills, 10 Kills, 6 Kills, 6 Kills haben. Ja, es kommt auch noch, bei dieser Rechnung dazu. Geil wäre halt, wenn ich mit der Ulti einfach über die ganze Map springen könnte. Das geht hier ja nicht. Einige Champs werden ja für solche Karten mal angepasst. Anscheinend ist da Pantheon auch dabei. Pantheon. Okay. Oh, was? Der Turm bleibt da bestehen? Was ist denn das für ein Dreck? Der Turm bleibt, nachdem er gestorben ist? Wie OP ist denn das bitte auf Dominion? Er macht einfach Ulti an, der Turm steht da noch. Ey, das ist doch ein Witz. Ein verdammter Witz ist das. So. Schon. Ah, verdammt. Das Flash war jetzt so unnötig. Egal, man muss es probieren. Ist fast so schlimm, wie man sich von der von der Caitlyn Ulti wegflasht. Das ist. Ja gut, das ist schon nochmal eine Nummer härter. Oh, das wird ein krasses Top-Lane-Battle. Allerdings gibt die Irelia den mal richtig. Ach du Scheiße, ich würde an seiner Stelle nicht weiterlaufen. Ich glaube, die kann ihn noch zerstören.
Naja, aber Irelia habe ich schon lange nicht mehr gezockt und Wukong auch schon seit Jahren nicht mehr. Naja, egal. Ja, das dauert jetzt auf die letzten Minuten denn trotzdem noch ziemlich lang. Also für so eine, in Anführungszeichen, schnelle Runde hat es jetzt trotzdem noch ziemlich lang gedauert. Schnelle Runde, die ziemlich lang dauert. Dieses Deutsch ist auch ziemlich OP. Ich würde diesen Heimerdinger noch einmal killen. Weil ich einfach die ganze Zeit so krass genervt habe. Nur deswegen will ich ihn killen. Ich one-hitte nicht mal einen Kack-Tower mit einer meiner Qs. Was ist das bitte für ein Dreck? Jetzt soll ich aber dem Tower noch eine Q rein. Zack. Und er stellt natürlich einfach einen neuen hin. Genau. Pff, wie mich der Kerl ankotzt, wirklich. Ich glaube, ich mache da jetzt einfach Ulti rein. Hat er keine Tower mehr? Was? Was? Er hat einfach... Seine Tower haben das einfach überlebt? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für, bitte für ein Kack-Noob-Champ? Leute, wirklich. Was ist denn das für ein Noob-Champ, ey? Seine Tower überleben eine Pantheon-Ulti, die 1000 fucking Schaden macht. Ey, das ist doch ein Witz. Das grenzt schon an die größte Frechheit des Universums. Oh, da hinten ist ein Biss. Oh. Und da haben wir die Lowlife Irelia. Lowlife. Oh, verdammt. Ist ja noch das ganze Team von denen. Ey, die lassen mir keinen einzigen Kill, diese Sackgesichter von Teammitgliedern. Die haben halt erst 10, 14, 11. Nein, die brauchen noch einen. Da läuft irgendwo der Heimerdinger. Ja. Ich merke gerade, die Punkte von denen gehen gar nicht mehr runter. Ja, du kriegst keinen Heal, Tristana, ey. Wer mir Kills klaut und dann auch noch nicht mal hilft, wenn ich sterbe, auch wenn es jetzt schon wieder 10 Minuten her ist, kriegt einfach keinen Heal von mir. Nee. Das ist einfach ein Grundprinzip von mir. Na, endlich mal wieder ein Kill. Ah, die verfolgen Tristana. Ich dachte. Oh. Nein! Ah, das tut weh. Ja, jetzt verlieren wir das Game anscheinend doch noch. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich ein ziemlich easy Win, deswegen habe ich mich jetzt auch nicht mehr wirklich angestrengt, aber anscheinend. Ja, verkackt jetzt das Team richtig krass. Die sind so krass gefiedet, sind so schlecht. Die haben genau dieselben Items wie ich, obwohl sie so krass viele Kills haben. 14 Kills? Er hat keine besseren Items als ich. Meine Güte, manchmal fragt man sich echt, was mit dieser Welt los ist. In dieser Welt of Legends. Was hole ich mir jetzt eigentlich? Schlund von meinem Mortius, will ich mir jetzt, glaube ich, holen. Keine Sorge, zu dem springe ich gleich mit Ulti. So, und... Zack. Oh, ist der irgendwie behindert oder so? Klau mir den Kill, Wukong. Wirklich so ein Kill klauen. Ich mache extra Ulti für den. Nein, er klaut ihn mir. Hat er erst 12. Wirklich, ey. Kann man echt nur seufzen. Jetzt nervt der Timer-Dinger hier unten schon wieder. Wow. Roffel. Die hat jetzt auch gedacht, irgendwie sie tankt da den Damage. Naja. Hat sie falsch gedacht. Ja, aber wenn es jetzt so weitergeht, dann verliert man das halt echt noch. Irgendwie, ja, schon ziemlich peinlich, wenn man so ein Game verliert. Das ist wirklich richtig peinlich. Why you throw me lag? Why you throw me lag? Oh man, diese Typen, die meinen Rätsel entsprechen. Oh man, wenn wir das jetzt noch schaffen, sind wir gut. Mordekaiser kommt, ich halte ihn jetzt auf. Ja, ich bin eh letzter. Oh ne. Lol, Katzix hat 3 Punkte. Wie geht denn das bitte? Nice, nice. Oh, nicht nice, nicht nice. Melee. Oh, verdammt, die ist tot.
Ich habe leider keine Ulti zum Reinjumpen. Oh, Katzig springt einfach mal 1 gegen 3 rein. Was läuft bei dem falsch? Ist er irgendwie behindert oder so? Ey, kein Wunder, dass wir verlieren. Der springt da 1 gegen 3 rein. Was stimmt denn mit dem nicht? Ey, ich bin da nicht umsonst weggerannt. Oh, verdammt. Oh nein! Ach komm schon, dieser Kackfiss, ey. Ah, echt, dieser verkackte Noob-Champ. Wir verlieren das jetzt halt ohne Witz echt noch. Das ist doch nicht euer Ernst. Es ist jedes Mal das gleiche, wenn ich dominieren sorg. Jedes Mal. Und jetzt ist die Tristana auch noch geleased. Was auch richtig geil ist. Mordekaiser pusht Toplane. Mit Ulti bin ich nicht mal halb schnell genug da. Da die ja nicht über die ganze Map geht. Ich meine, schaut euch diese Range an. Was bringt die mir bitte? Da jump ich vielleicht 100 Meter, wenn es nicht mal 100 Meter ist. Das ist ein Witz. Das ist einfach nur ein Kackwitz. So, Mordekaiser, surprise, surprise. Ja, lock ihn aus meiner Ulti, passt schon. Ist ja nicht irgendwie so, als wäre das meine Ulti und ich die nur einmal alle 80 Sekunden habe. Schaut euch das an. Dieser K6, der kotzt mich ziemlich an. Jedes Mal. Entweder er klaut mir den Kill oder er ist einfach nur da. Holt sich einen Free Assist und jetzt verlieren wir das Game eh noch. Er holt sich einen Free Assist und dann macht er einen Abgang. Ja gut, dass das Tristana jetzt weg ist, ist halt echt. Das ist halt. Das ist typisch für LOL. Wirklich. Schreibe ich jetzt trotzdem mal, wirklich. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der es macht, aber ganz ehrlich, das ist halt jetzt echt nur deswegen. Na gut, nicht nur deswegen, aber andernfalls hätten wir es halt noch leicht geschafft, wenn wir einfach nur gedeft hätten, aber ja, ganz ehrlich. Ja. Wer in den letzten 20 Sekunden AFK geht, der hat keinen Real Life, einfach wirklich. Meine Güte. Oder er hat einen Real Life, aber ja, jetzt ist das Spiel eh vorbei. Können wir gar nicht mehr gewinnen. Jo. War eine nicht spaßige Runde, hat wirklich echt, wirklich sehr wenig Spaß gemacht für ein Dominion-Game. Wirklich fast gar kein Spaß. Naja, egal, wollen wir das vergessen? Ach komm, den hätte ich jetzt echt noch killen können. Naja, nicht GG, es war jetzt echt keine gute Runde. Ich habe eigentlich richtig verkackt, war schlechtester im Team und ja, Tristana AFK. Naja, war auch nur eine Filler-Folge jetzt wirklich, weil heute Strife nicht kommt und naja. Danke fürs Zusehen, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.